werde jetzt etwas sagen, was vielen von euch wahrscheinlich Wut in den Kopf steigen lässt und eventuell hasst ihr mich noch mehr, als ihr es vielleicht sowieso schon tut. Und lasst mich aber ausreden, Freunde, okay? Und ich verstecke mich nur unter dem Mikrofon, weil ich echt Angst habe vor dieser Aussage. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die mal treffe. Ich glaube ganz sicher, dass wir Supply Drops zurückhaben müssen. Ist kein Witz. Ich wünsche mir mittlerweile Supply Drops wieder. Und bevor ihr ausrastet, lasst mich das erklären heute. Und wenn ihr nach dem Video anderer Meinung seid, könnt ihr es gerne schreiben. Aber ansonsten, lasst mich. Okay? Vielleicht verstört euch dieser Satz und vielleicht verstört euch all das, was jetzt dazukommen kann. Aber Leute, glaubt mir, nach Ende des Videos werdet ihr die Message komplett verstanden haben. Und 99% von euch werden sagen, absolut. Er hat recht damit. Ihr werdet euch bestimmt denken, wie kann der Mensch, der der größte Hasser von Supply Drops ist und diesem ganzen Glück, was damit zukommt, wie kann er sich da hinsetzen und sagen, wir brauchen die wieder? Und Leute, ich werde es euch absolut genau erklären. Absolut zu 100% erklären! Was wir dafür machen werden, Schritt 1. Ich zeige euch, wie ich darauf überhaupt komme. Und das machen wir am besten, indem wir einfach 8 Siebtel... 2 mal 3 macht 4, bitte, 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 3 macht 9. 7 Achtel aus der neuen Season innerhalb von einer Runde spielen auf einer neuen Map, die wir da haben, die recycelt ist, mit dem neuen Operator, den wir gleich am Anfang bekommen, und mit einer der neuen Waffen. Das sind schon 8, 9, 7, 8, 5, 64 aus der neuen Season, die wir in einer Map durch haben, und dann werdet ihr sehen, worauf ich hier hinaus will. Das heißt, wir nehmen diesen Operator, der absolut hässlich aussieht. Dazu nehmen wir selbstverständlich. Selbstredend, Hijack 24-7 ist ja eine der neuen Maps und Collateral gibt es leider als Solo-Spielmodus aktuell nicht. Und dazu nehmen wir selbstverständlich auch die Handkanone mit, denn das ist ja eine neue Streak, die wir jetzt hier in der Season 4 haben. Und als Waffe nehmen wir die MG82, das ist nämlich die eine Waffe, die wir im Season Pass bekommen. Und anders als andere YouTuber, die sich über COD beschweren, kaufe ich die Sachen nicht, sondern ich erspiele sie im Season Pass. Der Season Pass ist auch ein Problem, was wir auch heute ansprechen werden. Oh, den kannst du rausschneiden, bitte. Also wie kann man als erwachsener Mensch, ich bin 30 Jahre alt und stehe Gott sei Dank mit beiden Beinen im Leben, manchmal auch nur mit einem, aber in der Regel sind es mit zwei, wie kann man als erwachsener Mensch, was ich persönlich ja nun mal bin, bin 30 Jahre alt, ich stehe mit allen Beinen, die ich habe im Leben. Das sind in der Regel zwei, manchmal sind es drei. Wie kann dieser Heini allen Ernstes darauf kommen? Und der zu Recht. Oh mein Gott. Man musste in den letzten 3, 4 COD-Games... Nicht ein einziges mit diesem Ding in der Hand. Ja, geh weg. Jawohl. 18 Gegner gleichzeitig und der erste geht Dashboard. Herzlich willkommen im Jahr 2021, wo du Stats gar nicht sehen kannst und trotzdem gehen die Leute Dashboard. Weil es könnte ja für die eigene Stats schlecht sein. Warum? Was ist das für ein Spawn? Jawoll, Digga. 5000 Leute spawnen direkt vor mir. Komm, ich hol einfach das Ding. Ich kann nicht mal eine Drohne runterholen. Wie soll ich denn so einen Satz... Jetzt komme ich aber. Yes, Baby! Oh, eine LC10. Ihr spielt alle immer nur die gleichen Waffen. Gott, ich hasse Skill-Based Matchmaking. Gott, ich hasse Skill-Based Matchmaking. Voll, Digga. Konturen schießen!
und tot. Klar hat er einen Hater. Was? Ja, sterbt alle. Jawohl, von allen Seiten. Falls ihr noch Fragen habt, Nagelpistole. Oh. Jawohl. 0 zu 5. Ich krieg nicht mal einen Satz raus. Und mich frage, was wieder passiert. Wenn einer fertig ist mit dem Kill, geht der nächste und holt sich. Ich bin absolut in der Aufnahme am Reverse Boosten, ohne es zu machen. Nichts Unfaires. Jetzt campt der nächste. Jetzt campen die auf zwei Seiten. Das ist wie so ein Wurm. Und es macht gar keinen Sinn. Hey, 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 let's go. Die Hells Angels sind da. Es gibt einfach im aktuellen COD und auch im letzten COD nicht wirklich was, wo es sich lohnt zu grinden. Na klar, wir hatten oder haben Modern Warfare und wir haben Warzone dabei gehabt. Und das war auch vollkommen in Ordnung, dass wir da Warzone hatten. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass die Leute es feiern, Warzone zu spielen. Aber am Ende des Tages haben wir hier immer noch einen Multiplayer. Ein Multiplayer, für den die richtig Kohle kassieren. Und dieser Multiplayer braucht einfach Content. Und Content entsteht dadurch, dass die Spieler Bock haben, auf etwas zu spielen. Oder um etwas zu spielen. Aber um was spiele ich denn generell in diesem Game? Sobald ich Dark Matter habe, sterbe ich. Ja, da war ich schlauer als du. Was bist du denn da? Oh! Ein COD, Leute, lebt davon, dass man etwas hat, worauf man grinden kann. Worauf man Bock hat, wo man sagt, ey, das will ich erreichen. Tarnungen, freischaltbare Waffen, Gimmicks, alles Mögliche. Es gibt so viele Beispiele. Es gab in den letzten Jahren so viele Beispiele. In Black Ops 4 konnte man, wenn man alles erreicht hat, wenn man Dark Matter hatte und wenn man alles Mögliche hatte, wenn man den Season oder Battle Pass durch hatte, gab es ja auch alles, genauso wie hier. Dann konnte man da grinden, dann konnte man da auf die Kisten grinden. Und klar, die Kisten an sich waren scheiße, aber die Möglichkeit, die Kisten zu sammeln, sodass man mit den Kisten dann noch Sachen öffnen konnte, die man so nicht gekriegt hat, das war genial. Man hatte immer einen Grund weiterzumachen. Jetzt ist es mittlerweile so, man spielt den Season Pass, man spielt ein Level, man spielt zwei Stufen, man stirbt. Man spielt den Season Pass bis Level 100. Danach ist Schluss, es gibt nichts mehr nach 100. Man könnte, rein theoretisch, wenn man das interessant gestalten möchte, nach Level 100 noch Supply Drops mit reinnehmen, die nichts kosten und generell Supply Drops anbieten, die aber eben reine kosmetische Sachen beinhalten. Nicht irgendwelche Waffen oder sowas, sondern reine kosmetische Sachen, die dafür sorgen, dass man zumindest noch ein bisschen Interesse hat, nach dem Season 100, den man im Battle Pass ja nun mal relativ leicht und schnell erreicht, das wissen wir alle mittlerweile, da hätte man zumindest die Option zu sagen, okay, das und das möchte ich noch. Wenn ich jetzt im Battle Pass noch ein bisschen steige, dann habe ich doch folgende Möglichkeit. Ich kann das und das freischalten. Das wäre doch mal ein Anfang. Ach nein, eine Bodenmine. Ich höre sie nicht. Dazu könnte man eben die Option reinbringen, dass es generell so etwas wie Supply Drops gibt, die man mit Ingame-Währung freischalten kann, die auch wieder keine Waffen beinhalten, aber kosmetische Items. Ähnlich wie es in Black Ops 3 das System war. Mit jeder Runde, die ihr gespielt habt, konntet ihr gewisse Punkte sammeln, diese Ingame-Kryptos. So, und wenn ihr genug Kryptos hattet, konntet ihr euch ein Tagesbündel kaufen. Einmal am Tag gab es dann zwei Bündel zum verbesserten Preis. Warum gibt's das nicht mehr?
Warum ist das komplett weggenommen? Natürlich ist es fairer, dass wir einen Season Pass haben, bei dem wir alle Sachen automatisch freischalten können, ohne dafür Geld auszugeben. Und ich sage gar nicht, dass das System schlecht ist, aber es gibt gar keine Option mehr. Wir können das nur noch freischalten. Und wenn wir das freigeschaltet haben, dann sitzt man da und denkt sich, was tue ich jetzt die ganze Season? Was passiert jetzt die ganze Season? Und irgendwie passiert immer gar nichts. Und das nervt mich tierisch, weil nach den Level 100 im Season Pass kommt nichts mehr. Ob es einem gefällt oder nicht, danach kommt überhaupt nichts mehr. Dark Matter hat man eben irgendwann freigeschaltet, danach gibt es kein Grind mehr. Klar, es kommen zwischendurch mal 2-3 neue Waffen. Aber seid doch mal ehrlich, Leute, diese 2-3... Ja, selbst getötet. Diese 2-3 neuen Waffen machen doch nicht aus, dass man Langzeit-Motivation empfindet. Und ich habe schon mal gesagt, mit Skill-Based Matchmaking könnte ich leben. Gott, ich hasse Skill-Based Matchmaking. Wenn das Game wirklich Variationen bieten würde, jede Woche neuer zeitlich begrenzter Modus zum Beispiel, der einfach interessant ist. Nicht so wie hier, dass die Modi immer und immer wieder recycelt werden und im Prinzip immer wieder die gleichen sind. Das ist langweilig. Genauso, dass man hier sitzt und sagt, okay, ich bin jetzt Level 30, wer jetzt noch ein bisschen weiterspielt, dann bin ich Level 50 und dann kriegt man schon Panik. Bei mir ist das so. Ich denke mir so ab Season Pass 30, ja, was mache ich jetzt demnächst? Ich spiele noch zweimal im Stream. Und das ist die Werbung übrigens. Ich streame fast jeden Tag auf Twitch unter dem Namen Shepherdfeuer. Lieber Cutter, macht da ein schönes Emblem draus, ein schönes Intro draus, irgendwas draus. Wenn ihr solche Gameplays live sehen wollt, kommt auf Twitch einfach und da seht ihr es. Oh, es ist Chaos. Supply Drops, die man in-game erspielen könnte, würden so vieles angenehmer machen. Man hätte einfach einen Grund wieder zu grinden. Mittlerweile habe ich aber vielmehr das Gefühl, dass die Entwickler gar nicht daran interessiert sind, dass man den Multiplayer grindet, sondern dass man irgendwie den vielleicht noch nutzt, um sich im Shop mal ein oder zwei Sachen zu kaufen. Aber die Hauptmotivation der Entwickler ist gefühlt, dass man Warzone spielt, durchgängig. Und wenn man irgendwas haben möchte, dass man sich das einfach in Warzone kauft im Shop. Zwei Sachen, die garantiert immer funktionieren, ist der Shop. Das ist so anstrengend. Es gibt nichts an dem Game, was sich wirklich lohnt zu grinden. Gerade für die von euch, die sagen wie ich, Prestige ist einfach das Geilste gewesen. Und ganz ehrlich, das ist etwas, was sie wieder gefixt haben, was überhaupt nicht kaputt war. Wer kam auf die hirnrissige Idee, dass er uns Season-Level gibt? Wirklich, jede Season komme ich auf Level 2, 3, 400, vielleicht auch 500 und dann startet es neu. Und ich habe gar nicht die Option zu sagen, es soll neu starten oder nicht. Es ist einfach so, das Game hat es für mich entschieden. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, warum entscheidet das Game, wie ich mein Level-Progress machen möchte? Das ist doch behindert. Aber hier in dem COD ist es eben so. Das Game entscheidet, dass ich jetzt gerade an der Reihe bin. Wenn ich an der Reihe bin, genauso wie alle anderen, dann gehe ich wieder zurück auf Level 55 und fange mit dem gleichen Kram wieder von vorne an. Und immer und immer und immer wieder. Jede Season. Dann kriegen wir zu jeder Season 2 oder 3 Maps. Davon sind 2 in der Regel Remastered Maps, die wir schon gesehen haben, die wir wie vor jetzt bei Hijack schon vor 8-9 Jahren gespielt haben, wo man sich denkt, ja, was soll das? Die kenne ich doch. Warum spiele ich die jetzt schon wieder? Und mit Skill-Based Matchmaking fühlen sich diese Sachen nicht einmal wirklich cool an. Das ist ja das Hauptproblem. Wenn man da jetzt wenigstens die Möglichkeit hätte zu sagen, okay, das sind 3 neue Maps, da macht es auch mal Spaß drauf zu spielen. Ja, damit könnte ich leben, Leute. Damit könnte ich absolut leben und das wäre dann auch, ich bin tot, ein fairer Deal für alle. Aber so wie es hier ist, haben wir immer wieder das Gleiche, was sich wiederholt, 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 wiederholt. Es wiederholt sich einfach durchgängig. Oh Gott, ich wollte eigentlich alle töten, die da kommen und habe irgendwie eingetroffen. Okay, 73, ich will wenigstens noch die 100 haben. Das heißt, jetzt zum Beispiel, dieser Limited Time Mode, aufgeputzt Stellung, ist für mich der absolut geilste Modus, den die seit Jahren in ein COD gebracht haben. Und ich befürchte, dass sie auch den wieder rausnehmen. Und wenn sie wieder mehr daran denken würden, dass wir Spieler etwas brauchen, worauf wir uns freuen, und keiner von uns freut sich darauf, dass er jede Runde immer das gleiche Gefühl hat und nach 2 oder 3 Spieltagen, also Spieltagen, nicht Real-Life-Tagen, der Auffassung ist,
er hat das Game schon durchgezockt, dann ist es doch klar, dass die Spielerzahlen immer sinken. Und während natürlich einige auch zu Warzone gehen, weil es vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes ist, gibt es einfach eine ganz, ganz große Spielerschaft. Und ich weiß, dass viele von euch da auch zugehören, die sagen, nee, reicht mir. Ich spiele irgendwas ganz anderes. Und diese Leute wieder zurückzuholen, wird eine riesige Aufgabe für Activision sein. Und ich persönlich sage deswegen, Supply Drops in Cold War, wo wir nochmal neue Sachen bekommen, wo wir nochmal einen Grund hätten zu grinden, ohne dass sie Geld kosten und ohne dass da Waffen versteckt sind, wäre ein guter Anfang. Denn, wir müssen es realistisch sehen, SBMM wird so schnell nicht rausgenommen. Das heißt, das ist einer meiner Hauptvorschläge. Wenn es euch gefallen hat und ihr mich jetzt noch nicht hasst, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Ab in Stream. Haut rein!